Guten Morgen allerseits. Wir sind hier immer noch in Makarska. Das Meer seht ihr hinter. Echt krasse Kulisse wieder mal. Hier fließt der Fluss, zu dessen Quelle ich morgen fahren möchte. Der fließt hier genau ins Meer hinein und kommt aus den Bergen. Hunde verboten, das ist natürlich nicht so schön. Mit Cassie wäre das hier nichts geworden. Oh, mal ein ganz anderer Strand, guck mal. Alles Sandstrand hier. Man kann ganz weit reinlaufen und es scheint mir auch nicht aufgeschüttet, weil es ist wirklich sehr, sehr weit. Bis dort hinten, wo das Boot fährt, kann man fast laufen. Da ist auch erst die Boje für den Bootsbereich. Als ob ich es geahnt hätte, Planänderung. Wir sind nicht in Ormisch geblieben, wir sind nach Split gefahren. Auf diesem Platz waren wir schon mal. Hier ist es einfach so ein bisschen perfekt. Es gibt hier Toiletten und es gibt auch Duschen. Also keine Salzwasserduschen und das ist einfach immer schön. Ja, und dann gehen wir heute Abend noch mal ein bisschen in die Stadt. Die war ja so schön. Was mehr los hier in Split, denn es ist Sommerfestival, da hängt der Flyer seit heute. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt losgeht noch. Die ganzen Prominenten.
Split by Night. Jetzt ist hier so richtig viel los. Guten Morgen allerseits. Wir haben gut geschlafen hier in Split. Und jetzt stehen wir auf, frühstücken gemütlich und sollen uns noch ein bisschen und schwimmen. Und heute Mittag fahren wir dann zur Zitina-Quelle. Jetzt die Zitina-Quelle. Ich laufe hier im Wasser und hier geht es jetzt ganz steil, 50 Meter tief nach unten bergab. Und hier ist praktisch der Ursprung, die Quelle des großen Flusses Zitina. Und da unten sieht man schon dieses riesige Loch, das ist 50 Meter tief in der Erde. Und hier kommt jetzt das Wasser raus und fließt hier in einen Fluss hinein. Hier ist es nochmal richtig aufgezeichnet. Hier geht es tief hinunter und dann geht es den Fluss entlang. Und zwar nicht nur 50 Meter tief, sondern 150 Meter tief geht es hier in die Erde. Hier fließt jetzt das Wasser ganz langsam zusammen und endet in den großen Fluss, den wir gestern in Omisch gesehen haben. Übrigens sieht das Wasser sehr, sehr klar aus, ist es auch, aber es ist richtig, richtig kalt. Wir sind jetzt hier im Krka Nationalpark gut angekommen, hier genau an meinem Lieblingsplatz. Da waren wir auf dem Hinweg schon mal, aber nicht über Nacht. Und ja, morgen geht es dann zurück nach Zagreb. Dort bleiben wir wieder eine Nacht, haben ein bisschen was zu erledigen, bevor wir am Wochenende nach Berlin zurückfahren. Schaut euch das doch mal an. Besser geht doch gar nicht, oder? Morgen. Wir haben gut geschlafen im Krka Nationalpark hier. Es war nichts zu hören nachts. Gar nichts. Außer Vögel und andere Tiergeräusche. Ja, jetzt machen wir gemütlich Frühstück, packen alles zusammen und dann geht's Richtung Zagreb. Es gibt noch ein Auto. Thank you.
da ist übrigens der See. Wer hat schon mal in so einem Ambiente seinen Morgenkaffee gekocht?